Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute sehr, wieder den Fabian von Lebenskraft pur dabei zu haben. Hallo Fabian, herzlich willkommen. Hallo Silke, freut mich dabei zu sein. Mit dem Fabian gibt es ja schon mindestens, Fabian, wir haben schon mindestens 2 Interviews gemacht und wir hatten immer grüne Themen, ne? Grüne Themen. Genau. Wir hatten einmal so über Chlorophyll gesprochen, dann nochmal über Moringa. Also eins der Videos werde ich jetzt auch oben verlinken und das andere dann ein bisschen später. Und heute haben wir wieder ein grünes Thema. Freue ich mich besonders. Es geht heute um 2 besondere Lebensmittel, die ich auch schon jahrelang verwende. Heute geht es um die Mikroalgen Chlorella und Spirulina. Gerade, also ich bin halt im Rahmen meiner Rohkosternährung irgendwann draufgekommen, viel gelesen, recherchiert und dann bin ich irgendwann mal über Chlorella und Spirulina gestolpert und habe das mal probiert. Da gibt es ja auch unterschiedliche, sag ich mal, Arten oder so Qualitäten. Also man kann ja überall Chlorella aus verschiedenen Teilen der Welt sozusagen bekommen. Wir haben ja zum Glück auch regionales oder heimisches Chlorella, auch bei Spirulina. Und dann habe ich ein bisschen probiert, Pulver, Presslinge. Und ich finde das Interessante bei den Mikroalgen, das sind ja nicht nur Lebensmittel. Also viele sagen immer, gerade da gibt es ja Pulver und Presslinge und viele sagen immer, ja, gerade in Food Diaries, das gebe ich auch meinen Kindern. Wieso kriegen deine Kinder Tabletten? Ich denke, ihr ernährt euch so gesund. Dann sage ich immer, das sind doch nur Presslinge. Das ist ja eigentlich ein Lebensmittel, genau. Eine Mikroalge. Das ist ein Lebensmittel. Ja. Und es ist ja kein Medikament oder so. Und meine Kinder mögen halt das Pulver nicht so. Gerade die das Geschmack, den Geschmack nicht mögen, die können das einfach mit Wasser einnehmen. Und ich verwende Chlorella und Spirulina nicht nur als Lebensmittel und wegen dem breiten Nährstoffspektrum. Das zeichnet die Algen ja auch aus. Dann haben die einen guten Eiweißgehalt und eben Chlorophyll. Sondern man kann sie eben auch für die Entgiftung verwenden. Das finde ich so toll. Dass es nicht einfach nur ein Lebensmittel ist, sondern dass man die auch zur Entgiftung von Schwermetallen verwenden kann. Da kommen wir heute noch drauf. Da wird der Fabian auch noch was dazu erzählen. Und Fabian, ihr bei Lebenskraft pur habt auch Chlorella-Presslinge schon länger. Und seit neuestem auch Spirulina-Presslinge. Genau. Wir haben lang gesucht. Aber jetzt sind wir fündig geworden, endlich. Genau. Und wir fangen erstmal mit der Chlorella-Alge an. Da möchte ich gleich dich einfach mal kurz bitten, kurz nochmal was, wenn jetzt Zuschauer dabei sind, die jetzt noch nicht so viel von Chlorella gehört haben. Was ist Chlorella und welchen gesundheitlichen Wert hat die Chlorella? Ja, also so wie du, da würde ich gerade anknüpfen an das, was du gesagt hast. Ne? Also Chlorella ist einfach ein Lebensmittel, selbst wenn es als Pressling getrocknet und zusammengepresst ist. Das ist ja jetzt trotzdem nichts Unnatürliches oder so, sondern es ist ja nur in Form gepresst, sage ich mal, damit man es halt leichter einnehmen kann, für, wie du schon gesagt hast, erstmal für geschmackliche Sache, dass es nicht jedermanns Sache ist. Und zum anderen kann man die ja auch kauen, die Presslinge, dann geht es ja wieder auf. Und dann kann man es auch leichter einnehmen. Ne? So ein Pulver oder so ist halt erstmal arg trocken. Das macht es halt einfach einfacher mit den Presslingen. Ne? Und es ist ja trotzdem genau gleich, auch Rohkostqualität. Also gibt auch nicht Rohkostqualität, aber das, was wir haben, ist Rohkostqualität. Und da hat man den gleichen Effekt, nur das macht es einfach mit der Einnahme ein bisschen einfacher. Ne? Das ist so ein bisschen als Hintergrund noch. Ja, aber vielleicht nochmal kurz für die Zuschauer, die es vielleicht noch nicht so arg kennen. Ja, botanischer Name Chlorella vulgaris. Ist eine Süßwasseralge, ne? Es gibt ja Süß- und Salzwasseralgen. Ja, die Chlorella zählt zu der Süßwasseralge und tatsächlich zu dem ältesten Lebensmittel oder eins der ältesten Lebensmittel, sagen wir es so, auf dem Planeten. Und es ist wirklich, man muss sagen, es ist das Superfood schlechthin, wenn man von Superfood reden will. Gibt natürlich auch noch andere, aber es zählt auf jeden Fall dazu. Es ist in naturheilkundlichen Kreisen sehr, sehr bekannt, schon lang. In dem einen oder anderen Biomarkt kriegt man es auch schon länger, aber was wir festgestellt haben, ist, dass es auch immer bekannter wird. Ne? Und ja, das ist auf jeden Fall positiv, wie soll ich sagen, zu beobachten. Ne? Weil es einfach ein tolles und sehr, sehr vollwertiges Lebensmittel einfach ist. Und ja, das gehört einfach auf jeden Speiseplan, meiner Meinung nach. Gerade, sage ich mal, auch bei Leuten mit bestimmten Ernährungsweisen, Veganer, Vegetarier und so weiter, das sowieso, weil wir da auch einen sehr hohen Eiweißanteil haben, aber da kommen wir noch drauf. Es ist einfach ein sehr, sehr vollwertiges Lebensmittel, aber es gehört eigentlich auf jeden Speiseplan, nicht nur bei Veganern oder Vegetariern, sondern wirklich auf jeden.
Ja, also es ist eine Süßwasseralge, vielleicht noch kurz zur Eigenschaft, die ist mikroskopisch klein, ne? Also es sind sogenannte Mikroalgen, also nicht wie man es jetzt aus dem Meer kennt, so große Algen, ne? So Salzwasseralgen, sondern Mikroalgen. Du erkennst quasi, das sind so kleine Kügelchen, du erkennst die eigentlich nicht mit dem Auge, mit dem bloßen Auge kannst du es nicht sehen. Auch noch sehr interessant bei Chlorella, es ist eigentlich auch noch eins der nachhaltigsten Lebensmittel. Ist ja in der heutigen Zeit auch ein wichtiges Thema, denn wir wachsen sehr, sehr schnell. Also die Chlorella-Algen wachsen sehr, sehr schnell und das kannst du auf kleinstem Raum anbauen. Ja, also man kann damit sehr, sehr viel und schnell Leute damit versorgen. Und das ist echt eine tolle Sache. Ne? Also es ist sehr, sehr nachhaltig und gleichzeitig noch dieses Feuerwerk an Vitalstoffen, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken will, das macht es einfach sehr, sehr nachhaltig. Ja, was sind die besonderen Eigenschaften von Chlorella? Warum ist es denn so toll? Ne? Das ist, könnte man sich ja jetzt noch fragen. Jetzt haben wir so viel drüber geredet, aber was macht es denn? Es ist zum einen, man erkennt es direkt an der Farbe, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das Thema Chlorophyll. Chlorophyll ist ja, wenn man so will, umgewandelte Sonnenenergie durch Photosynthese, wird es in der Pflanze erzeugt. Und man erkennt es immer an der sehr dunkelgrünen Farbe. Und bei Chlorella, und Spirulina zählt da auch dazu, die sind sehr, sehr grün und da merkt man schon, oh, da ist ein großer Chlorophyllgehalt hinten dran. Ja, und Chlorophyll hat tolle Eigenschaften, nur jetzt mal um ein paar zu erwähnen, das soll jetzt auch nicht unser Hauptthema sein, aber dass wir mal ein paar genannt haben. Chlorophyll kann das Blut reinigen, da gibt es auch Studien dazu. Das sorgt einfach dazu, dass unser Blut sauber ist. Sauber, mineralienreich und vital. Ne? Und wenn unser Blut gut ist und gesund, dann ist der Mensch auch gesund, ne? Das sagt man so, ist so ein naturheilkundliches Sprichwort irgendwo. Genau, und kann auch gleichzeitig unsere ganzen Organe und so weiter ernähren. Ne? Das ist so ein bisschen das wichtige, oder die wichtige Eigenschaft von unserem Blut auch, ne? Soll ja ernähren und Abtransport und so weiter. Chlorophyll hat zudem noch die Eigenschaft, dass es antioxidativ wirkt. In der heutigen Zeit auch ein wichtiges Thema, da wir ja von allen Seiten, sei es durch Ernährung, Umwelteinflüsse und so weiter oder auch Stress, sehr, sehr oder ein sehr großes Thema mit freien Radikalen haben, sind Antioxidantien einfach wichtig. Und das bietet tatsächlich auch, Chlorophyll hat einen antioxidativen Effekt auch. Ja, und dann haben wir natürlich noch ein breites Spektrum an Vitalstoffen, mein Lieblingsthema. Also wir haben Mineralien wie Eisen, Zink, aber auch Vitamine wie A, B, Beta-Carotin und auch nicht zu unterschätzen, der habe ich vorhin schon angesprochen, der große Proteinanteil. Wir haben über 50%. Also das ist das Lebensmittel mit höchstem Proteinanteil überhaupt. Da zählen diese zwei Algen dazu. Wir haben über 50% Proteinanteil und Aminosäuren und davon auch alle 8 essentiellen Aminosäuren. Essentielle Aminosäuren sind Aminosäuren, die man nicht über die Nahrung zunehmen kann, nur über die Nahrung zuführen kann, weil der Körper sie nicht selber bilden kann. Deswegen auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr vollwertig einfach. Es macht auch satt, ne, wenn man mal so ein paar Chlorella-Presslinge oder was auch immer Pulver zu sich genommen hat, das merkt man richtig, oh, das ist wirklich nahrhaft, ne? Das macht richtig satt. Auch noch ein Thema, was man nicht so arg oft hört, hatte ich jetzt mir noch aufgeschrieben, es ist ja eine Süßwasseralge und daher auch nahezu jodfrei. Kommt immer ein bisschen drauf an, wo man es jetzt herbezieht. Gibt auch Chlorella-Algen, die jetzt, sag ich mal, in Salzwasser oder halt mit ein bisschen Salzwasser noch, wobei das dann nicht so gut ist, weil es ist eine Süßwasseralge, aber es ist nahezu jodfrei. Und das kann ja auch ein Thema immer sein für Leute, also kann, muss nicht, gibt es verschiedene Thesen, kann aber bei Leuten mit Schilddrüsenproblemen ein Thema sein. Und daher fand ich es noch ganz relevant zu erwähnen. Ja, und von daher, aufgrund dieses ganzen Spektrums einfach an Stoffen, an positiven Effekten auf unseren Körper, ist es einfach eines der vollwertigsten Lebensmittel überhaupt, ne? Um da den Kreis einfach zu schließen. Auch noch eine wichtige Eigenschaft, die muss man unbedingt noch benennen, bei Chlorella ist die entgiftende Eigenschaft. Wir haben, ja, also wir wissen ja, unser Körper wird täglich, sei es durch Ernährung, Umwelteinflüsse, Kosmetika, also wirklich bombardiert, mit Stoffen, die wir nicht im System haben wollen, Schwermetalle, Zahngifte, Schimmelpilze, alles Mögliche.
Und da hat einfach Chlorophyll und auch Chlorella die Eigenschaft, also eine gelatbildende Eigenschaft, und das heißt eine entgiftende Eigenschaft. Und dadurch können wir auch, das ist nämlich auch ein Riesenthema, was oft unterschätzt wird, auch unsere Leber mal ein bisschen entlasten. Weil die Leber ist ja uns im Körper das Organ, was auch für unsere Entgiftung zuständig ist. Und die läuft permanent auf Hochtouren. Also Leberprobleme ist echt ein Thema. Das merkt man nicht so schnell, weil die Leber ganz viel wegsteckt. Aber es ist echt ein wichtiges Thema, mal auch seine Leber zu entlasten. Weil die läuft permanent auf Hochtouren. Und das tut dem Organ auch nicht gut, wenn sie immer so viel zu tun hat. Und damit kann man mit Chlorella auch noch ein bisschen Entlastung schaffen. Weil gerade was die Darmentgiftung angeht, also sprich Gifte direkt zu binden, bevor sie überhaupt in den Organismus über den Darm dann kommen, da ist Chlorella extrem stark. Ne? Also alles, was über den Darm einfach kommt, direkt zu binden und wieder rauszuschmeißen, das kann Chlorella sehr, sehr gut. Und da kann man dann eben direkt schon, sage ich mal, ein bisschen präventiv für die Leber arbeiten. Das finde ich einfach fast die beste Eigenschaft, muss ich zugeben, sogar von Chlorella. Ja, aber auch einfach die versorgenden Eigenschaften, also es schützt im Prinzip jede Körperzelle, kann man sagen, bietet Regeneration dafür, das Kreislauf- und Verdauungssystem wird unterstützt, der Sauerstoffanteil im Blut, ne, das funktioniert ja auch wiederum über das Chlorophyll, wird erhöht, hat dann wiederum einen positiven Effekt auch auf die Zellatmung, also es gibt so mannigfaltige Eigenschaften, das ist wirklich toll. Ich habe noch ein, zwei Sachen, die sind auch noch erwähnenswert. Der Kohlenhydratstoffwechsel zum Beispiel wird durch Chlorella verbessert. Haben wir ja auch als Thema. Es gibt ja da mittlerweile viele Ernährungstheorien. Auch viele sagen ja auch, Kohlenhydrate ein bisschen weglassen. Kann jetzt gut oder schlecht sein, muss jeder selber für sich beantworten. Aber was Fakt ist, dass Chlorella einfach da auch dabei hilft, einfach diesen Kohlenhydratstoffwechsel anzukurbeln. Und vielleicht ist es ja dann gar nicht mehr so schlimm mit den Kohlenhydraten, wenn das wieder richtig funktioniert. Aber das steht auf einem anderen Zettel. Also noch als Hintergrund, es sorgt einfach dafür, dass der Transport von Glucose in der Leber und in den Muskelzellen beschleunigt wird. Also das wird einfach schneller abgebaut, weil die ganze Glucose, die durch Kohlenhydrate kommt. Ja, und dadurch auch wiederum ein Effekt auf den Fettstoffwechsel. Also sprich, alle, die irgendwo, sage ich mal, vielleicht ein bisschen abnehmen wollen, da kann es tatsächlich auch sinnvoll sein, mit Chlorella zu arbeiten, auch weil es so satt macht. Ne? Das hat mehrere Effekte. Genau, also das würde ich jetzt mal sagen. Das sind so grob zusammengefasst, war jetzt relativ viel, aber sind positive Eigenschaften von Chlorella. Da könnte man noch wirklich lang drüber reden. Es ist eins, wie gesagt, der interessantesten Lebensmittel überhaupt, Algen im Ganzen sowieso. Ich denke aber, das war jetzt nicht die Leute erschlagen, sondern die wichtigsten Eigenschaften von Chlorella. Ja, danke für den schönen Überblick. Und für die Transparenz ist es mir auch wichtig, dass wir den Zuschauern auch erklären, wo kommt denn euer Chlorella her? Woher bezieht ihr das Chlorella für eure Pressen? Ganz wichtige Frage, ja. Also das sollte sich wirklich, an die Zuschauer sollte sich wirklich jeder fragen, oder hinterfragen, sagen wir es mal so, auch gern mal dann egal wo man es kauft, hinterfragen, wo kommt es her, wie wird es angebaut, weil bei kaum einem Lebensmittel ist es so wichtig wie bei den Algen, vor allem halt eben bei den Mikroalgen, wie Spirulina und Chlorella, ist es sehr, sehr wichtig, wo die angebaut werden, eben drum, weil die so eine bindende Eigenschaft haben, hat man ja gerade besprochen, ne? Also die binden ja quasi diese ganzen Schwermetalle und alles Mögliche an Giften. Und wenn du sie natürlich irgendwo anbaust, wo im Wasser zum Beispiel dann eben schon viel von dem Zeug ist, dann bindet es an sich und du haust es dir ins System rein. Also von daher gibt es wirklich kaum ein Lebensmittel, wo es wichtiger ist zu gucken, wo es angebaut wird und wo man wirklich, also wenn man irgendwo schauen will, dass man spart oder auf den Preis guckt, bitte nicht da, weil da hat man, da tut man sich einfach nichts Gutes, ne, wenn man da irgendwie an der falschen Stelle sparen will. Bei uns ist es so, wir haben lang gesucht und bei Chlorella haben wir es aus Deutschland bezogen, aus einem geschlossenen Röhrensystem. Das ist ganz wichtig, dass es eben in einem geschlossenen System, wo eben nichts von außen reinkommt, angebaut wird. Ne? Das ist das Wichtigste, damit wir da eben keine Schadstoffe drin haben. Auch noch wichtig die Wasserqualität. Wenn ich jetzt natürlich Wasser habe, das verunreinigt ist, dann bindet es auch das Chlorella an sich. Bei uns ist es mit Quellwasser betrieben. Also geschlossenes System mit Quellwasser. Und das Ganze in Deutschland unterliegt ständigen Qualitätskontrollen, ist wirklich eine absolute Spitzenqualität, in Rohkostqualität auch noch.
Also wie gesagt, wir haben da alle Enzyme und alles, was da einfach das Ganze lebendig macht, noch erhalten. Dadurch, dass wir es eben in Hochfußqualität auch noch erhalten. Ne? Ja, das ist eigentlich so mit das Wichtigste, worauf man beim Kauf achten soll. Und das haben wir uns natürlich bei unserem auf die Fahne geschrieben, dass wir da keine Kompromisse bei der Qualität machen. Ich habe diese Algenform, von der du gesprochen hast, woher euer Chlorella bezieht, auch schon vor ein paar Jahren besucht. Ja. Mit dem Jörg Ullmann, das ist ja der Leiter der Algenform, gemacht. Und ich werde genau nochmal das Video verlinken von der Führung. Und dann sieht man auch mal, wie die Algen dort in diesem Glasröhrensystem wachsen. Auf alle Fälle eine sehr interessante Erfahrung, dass man dann auch mal sieht, ja, wo wachsen die Algen, die ich eben regelmäßig in meinen Speiseplan gebe. Okay. Thema war weiter zu der anderen Mikroalge, zur Spirulina-Alge. Und da würde ich dich auch bitten, mal so einen kurzen Überblick zu geben für die, die sich damit noch nicht so auskennen. Was ist Spirulina? Was ist eben der gesundheitliche Wert von Spirulina? Ja, Spirulina blattensis, also das ist im Prinzip der botanische Name so von der ganzen Alge. Wie Chlorella auch, ich hatte es ja schon ein bisschen vorgegriffen, ne? Auch da wieder wahnsinnig interessant. Eins der ältesten Lebensmittel, gibt es schon ganz lange auf dem Planeten. Und das ist auch immer so ein Anzeichen für mich, dass es irgendwo was Interessantes haben muss. Ne? Wenn es so lange überlebt, dann hat es irgendwie was Interessantes. Und das ist tatsächlich so. Sogar die Azteken, weiß man, dass die schon mit Spirulina, die hatten Spirulina schon auf dem Speisezettel. Ne? Also es ist echt interessant. Haben das auch als vollwertiges Lebensmittel erkannt. Und haben das einfach konsumiert. Ne? Ist wirklich ein waschechtes Superfood, kann man da auch an der Stelle sagen, wenn man den Begriff einsetzen will. Und interessant ist, es ist so eine Spiral, also es ist auch wie Chlorella, so eine Mikroalge, also winzig, mikroskopisch klein, sieht wie so eine kleine Spirale aus unter dem Mikroskop. Und es ist keine Pflanze, das finde ich auch ganz interessant. Ne? Es ist ein Cyanobakterium. Und ja, wird auch Blaualge genannt. Also es ist einfach irgendwie ein bisschen was anderes. Also es ist keine Pflanze, wie man vermuten könnte, sondern eben dieses Cyanobakterium. Und das ist irgendwie spannend, finde ich. Ja, es ist bekannt, vor allem im Vergleich zu Chlorella, für seine vitalisierende Fähigkeit ist bekannt. Es wird sogar, das ist auch ein interessanter Punkt, es wird sogar von der NASA eingesetzt als Astronautennahrung. Und das finde ich auch immer so ein spannendes Ding, das muss ja auch was heißen, ne? Warum mache ich sowas oder warum macht es die NASA? Weil es eben so vollwertig ist. Ne? Ich habe hier auch wieder ein Feuerwerk an Vitalstoffen drin, Vitamin B, Eisen, Calcium, Selen, Magnesium, Beta-Carotin, um nur ein paar zu nennen. Es ist viel mannigfaltiger und ja, das macht es einfach sehr, sehr interessant. Auch hier bei dem Spirulina haben wir den Fall, dass es extrem proteinreich ist. Über 50% aller oder des ganzen Spirulinas besteht aus Protein und vor allem auch Aminosäuren. Das ist ja der Baustein des Lebens. Ne? Aminosäuren sind der Baustein des Lebens. Wir bestehen aus Aminosäuren. Und wir haben auch wieder alle 8 essentiellen Aminosäuren im Spirulina enthalten. Das macht es einfach sehr, sehr vollwertig als Lebensmittel. Auch beim Spirulina haben wir wieder den hohen Chlorophyllanteil. Haben wir vorhin ja schon besprochen, was das Ganze ausmacht, ne? Warum es so wichtig ist, Chlorophyll auf seinen Speiseplan zu setzen. Was auch noch, da muss ich jetzt ein bisschen spiegeln auf meinem Zettel, es hat so eine grün-blaue Farbe, das erkennt man nicht sofort, aber es ist tatsächlich nicht ganz so rein grün wie Chlorella, sondern so grün-blau. Und durch diese Pigmente, die Pigmente nennt man eben neben dem Chlorophyll auch noch Phytocyanin. Und diese Pigmente, da kommen wir noch später drauf, die haben eine tolle Eigenschaft. Ich wollte es nur schon mal benennen, weil später wird es nochmal wichtig. Und zwar geht es darum, um diese gelatbildende Fähigkeit. Ne? Auch Spirulina hat die. Also sprich diese bindende Fähigkeit. Und das hängt unter anderem auch an diesen Pigmenten. Denn das ist also diese schlagbildende Fähigkeit, die bindet Schwermetalle, hatten wir vorhin ja schon besprochen, und kann diese auch ausleiten. Und bei Spirulina gelingt es eben durch diese spezielle Ausprägung von den Zellwänden. Da muss ich jetzt auch wieder kurz abspiegeln. Die Zellwände von Spirulina, die sind geladen, und zwar mit polaren Carboxyl-, Hydroxyl- und Phosphat-Sulfat-Resten.
Und die sorgen einfach dafür, dass wir eben diese bindende Fähigkeit haben. Ne? Und diese Saugeffekt. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor. Ne? Spirulina saugt einfach aus unserem Körper das ganze Zeug raus, was wir nicht haben wollen. Und das Tolle ist, aber da kommen wir auch noch, will ich gar nicht vorwegnehmen, diese Kombination mit Chlorella noch, aber da kommen wir noch später drauf. Es ist nur wirklich eine tolle Eigenschaft und deswegen wollte ich da noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Und was man auch festgestellt hat, da gibt es auch Untersuchungen, dass Spirulina sogar die Fähigkeit hat, radioaktive Stoffe, also es ist wirklich Wahnsinn, rauszuziehen. Ne? Also es kann auch einen guten Schutz vor eben solchen Stoffen haben. Zusätzlich, diese Pigmente, von denen wir gerade gesprochen haben, die haben auch nochmal eine antioxidative Wirkung und eben die entgiftende Wirkung, hatten wir ja auch gerade besprochen, und schützt daher natürlich auch die Zellen. Wichtig zusätzlich könnte man auch noch sagen, eine immunmodellierende Wirkung durch die ganzen Vitalstoffe, ne? Also fürs Immunsystem sehr, sehr gut, für die Darmgesundheit sehr, sehr gut. Auch noch interessant beim Spirulina, ein antiviraler Effekt. Also sprich, wir haben da bei unterschiedlichsten Virenstämmen gab es Untersuchungen und Studien, die gezeigt haben, dass wir da auch einen positiven Effekt haben. Bei Allergien interessant, ne? Heuschnupfen, Hautallergien, gibt es Untersuchungen, dass Spirulina Linderung schaffen kann. Also das ist wirklich mannigfaltig. Den Säure-Basen-Haushalt, Mensch, den haben wir vorhin auch vergessen, da zählt Chlorella auch dazu. Wir haben ja durch diesen Chlorophyll-Effekt, sage ich mal, ne, und auch von den ganz anderen Metallstoffen, von diesen ganzen Mineralien, die haben einen sehr positiven Effekt auf unseren Säure-Basen-Haushalt. Und der ist auch in der heutigen Zeit, würde ich jetzt neben der Entgiftungsgeschichte sagen, dass das mit das Wichtigste ist, den Säure-Basen-Haushalt in den Griff zu kriegen, weil wir alle viel zu sauer sind. Und da kann Spirulina auch eine Hilfe sein einfach. Ja, das würde ich jetzt sagen. Ne? Also man kann so ein bisschen sagen, Spirulina für die Extraportion Vitalität, vor allem noch, ne, weil es einfach sehr, sehr voll oder reichhaltig ist an Vitalstoffen, zusätzlich noch eine leicht entgiftende Wirkung, bindende Wirkung, zieht raus. Und Chlorella so ein bisschen da würde ich die entgiftende Wirkung noch mehr in den Vordergrund stellen, weil Chlorella und Spirulina auch noch gleichzeitig sehr versorgend, ne? Dass man vielleicht auch nochmal den Unterschied, weil viele Leute fragen uns immer, ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen Spirulina und Chlorella? Ne? So erkläre ich es immer so ein bisschen. Ne? Spirulina mehr der versorgende Teil, aber auch wichtig für die Entgiftung, darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und Chlorella mit Fokus nochmal auf die Entgiftung, aber auch so ein bisschen der versorgende Teil. Ne? Aber so mal für die grobe Einordnung, würde ich sagen. Ja, dann danke ich dir auch nochmal für die Zusammenfassung, für die knappe oder gute auch Zusammenfassung von Spirulina. Hast du uns jetzt mal einen guten Überblick gegeben. Und natürlich würde mich jetzt auch nochmal interessieren, nochmal genauer zu erfahren, woher ihr eure Spirulina bezieht. Das ist ja erst seit kurzem für euch das Spirulina. Wir haben jetzt auch mal schon getestet. Also meine Jungs bekommt. Wir hatten jetzt länger kein Spirulina. Es gab kein gutes Spirulina. Ich habe keins gefunden. Und umso mehr freue ich mich, dass ihr das jetzt auch anbietet. Gestern mal wieder ein paar gegessen, also man kann die auch gut so essen, also die sind noch nicht zu hart, also ein sehr angenehmer Geschmack, wenn man Spirulina mag. Und da würde mich natürlich interessieren, woher bekommt ihr euer Spirulina, also auch für die Transparenz, wo kommt das genau her? Ja, also absolut berechtigte Frage, ist ja bei Chlorella mindestens genauso wichtig, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt. Man muss gucken, dass man das Ganze in irgendwo einem geschlossenen, sag ich mal, Raumsystem hat, dass da eben keine Belastungen stattfinden und wiederum in die Algen kommen. Haben wir bei Spirulina auch das Thema. Allerdings muss man wissen, bei dem Spirulina-Anbau, der findet nicht in so einem Röhrensystem statt, sondern in Becken. Also Spirulina wächst halt in Becken. Das funktioniert halt leider nicht anders. Von daher ist es bei uns so, dass diese Becken innen, also indoor, ne, stehen, nicht draußen, weil da haben wir wiederum Luftverschmutzung und so weiter. Also die stehen drinnen. Und gleichzeitig, das ist nämlich die Schwierigkeit für Spirulina, Spirulina ist extrem, also viel mehr als Chlorella noch, was die Sonne angeht. Spirulina braucht Sonne und warme, sagen wir, dieses warme Sonnenklima einfach, ne, damit es gut wachsen kann und auch die Eigenschaften gut ausbildet, die es hat. Und das ist extrem wichtig bei Spirulina, noch viel mehr als bei Chlorella. Deswegen muss man gucken, dass man in irgendeiner sonnenreichen Region das Ganze macht. Wir wollten das tatsächlich auch aus Deutschland haben, aber eben wegen diesem Klima, das haben wir halt hier nicht in Deutschland so gut. Deswegen haben wir dann geguckt,
wir gucken ja immer das, was auch, wenn es möglich ist, nach regional kriegen oder so nah wie möglich, sind dann ein bisschen weitergegangen, ne? Und dann sind wir in Griechenland auf eine ganz tolle Farm gestoßen oder einen Hof, ne, der das da halt anbaut, auch drinnen, quasi indoor in einem Becken und trotzdem aber auch noch die Sonneneinwirkung hat, also funktioniert. Man merkt es an der Qualität, ich denke, du hast es ja schon probiert, man merkt, dass es sonnenverwöhnt ist. Und das ist ganz wichtig, ne, dass man da eben auch, sage ich mal, ein sauberes Wasser hat. Ne? Auch das Wasser wiederum extrem wichtig neben dem geschlossenen, ich nenne es jetzt einfach geschlossenes System, ne? Ich habe es ja gerade erklärt, wie es gemeint ist. Und gleichzeitig aber auch das Wasser muss eine gute Qualität haben. Das ist bei uns ein Thermalwasser, also kommt aus einer Therme. Und das macht es natürlich auch sehr, sehr mineralienreich. Also das ist ja auch wichtig, weil wissen wir ja auch vom Boden, ne? Wenn wir jetzt Pflanzen anbauen, dann muss ja der Boden auch gut und mineralienreich sein, damit die Pflanze gut sich ausbilden kann und natürlich auch die Mineralien und so weiter in sich aufnehmen kann, wiederum um uns dann zu versorgen. Und deswegen ist es auch immer ganz, ganz wichtig, dass der Boden oder jetzt wie bei den Algen das Wasser sehr, sehr mineralienreich ursprünglich ist. Und mit dem Thermalwasser haben wir da echt eine tolle Sache, weil es gibt kaum ein mineralienreicheres Wasser. Und da gedeiht es natürlich toll, ne? Und das ist auch von dem Hof, also die Bauern, die sind schon, also es ist Familienbetrieb, über mehrere Generationen, meine ich. Und das ist toll, das merkt man. Also da ist Know-how hinten dran, die wissen ganz genau, was sie machen. Und da haben wir ganz, ganz lange gesucht, dass wir auch eben so einen finden, weil es gibt kaum was Wichtigeres, ne? Weil, wie gesagt, Chlorella spirulina, da darf man keine Kompromisse machen. Da darf man auch nicht aufs Geld gucken. Also besonders bei denen nicht, weil sonst tut man sich einfach nichts Gutes, dann lasst man es lieber weg. Und da haben wir wirklich was Tolles, wie gesagt. Also wir haben das perfekte Klima in Griechenland, ist wunderbar. Wir haben die Versorgung und die Reinheit. Und das sind so die wichtigsten Sachen. Mhm. Vielen Dank. Also auf alle Fälle ein schöner Einblick. Und ich finde es auch schön, dass ihr auch immer schaut, wen könnt ihr da unterstützen. Ne? Ich glaube, bei Moringa war es ja auch so ein Auswanderer, der da so eine Farm betreibt und dort auch Frauen beschäftigt. Genau. Schön, einfach da ein bisschen was über das Projekt zu wissen. Was unterstützt man damit? Über Generationen, das ist einfach schön zu wissen auch. Für uns als Konsumenten, was unterstützen wir damit? Deswegen haben wir auch leider so lange gebraucht, bis wir es im Sortiment hatten, weil wir halt einfach, also wir gucken wirklich stellenweise, bevor wir irgendwas ins Programm holen, kann manchmal 1-2 Jahre dauern, weil wir einfach warten, bis wir halt einfach was Entsprechendes gefunden haben, was uns dann auch sag ich mal, moralisch und allem, dass das halt auch passt, ne? Und ja, da sollte man drauf achten. Du hast jetzt schon bei beiden Algen, bei Chlorella und Spirulina, auch die Entgiftung angesprochen. Auch die, also Chlorella steht ja auch gerade bei Menschen, die sich eben auch mit Gesundheit beschäftigen, auch Entgiftung, steht Chlorella ganz hoch im Kurs, was die Schwermetallausleitung angeht. Ne? Ja. Also, das Thema Schwermetallausleitung. Und da würde mich jetzt mal so interessieren, auch für die Zuschauer, was würdest du dazu sagen, wieso sind Chlorella und Spirulina wichtig für die Schwermetallentgiftung, was muss man dabei beachten? Ja, also so wie du sagst, ne, also es ist ein wichtiges Thema, ich habe es ja auch schon angesprochen, eben für die Entgiftungswirkung, ist übrigens auch an der Stelle, gut, kommt immer darauf an, was für eine Fastenkur man macht, aber man kann es auch, je nach Fastenkur, wenn man es sich erlaubt, damit arbeiten, um einfach, ne, gerade für Anfänger finde ich es ganz gut manchmal, weil die ja auch vom System her noch sehr belastet sind. Und wenn man fastet, wissen wir ja auch, dass die Gifte frei werden im Körper und dann braucht man halt auch ein bisschen Ausleitung, sonst kann es ja auch mal eine Rückvergiftung geben. Von daher finde ich es manchmal auch, kommt immer drauf an auf die Fastenkur, aber manchmal als Unterstützung auch ganz gut, weil eben dann direkt alles abtransportiert wird mit der Kombination. Also nur so als Tipp kann man, gerade für die Anfänger vielleicht manchmal ganz gut, muss man aber mit dem Therapeuten besprechen oder je nachdem, wie man eben Fastenkur plant, muss nicht immer sinnvoll sein, aber kann sinnvoll sein. Ja, und die Kombination macht's, ne? Also die Kombination halte ich für sehr, sehr wertvoll. Viele arbeiten nur mit Chlorella, ist auch schon super, aber ich finde die Kombination mit Spirulina und Chlorella finde ich am wertvollsten. Weil wir halt einfach schon auch festgestellt haben, ne, diese chelatbildende Eigenschaft, die haben sie beide, aber Chlorella hat ja noch mehr, sage ich mal, dieses Ausleitende, ne, das Rausschmeißende im Darm, ne, nenne ich es jetzt einfach mal, also im Darm quasi die Gifte mitzunehmen und auszuleiten. Und Spirulina hat ja noch so ein bisschen den Effekt, das rauszuziehen aus dem Körper, ne? Also rausziehen, binden und rausziehen, und Chlorella sorgt dann so für den Abtransport im Darm.
So kann man sich es ein bisschen grob vorstellen, ne, um es jetzt mal bildlich zu erklären. Und das funktioniert sehr gut. Zudem hat ja auch noch Spirulina diesen nährenden Effekt. Ne? Also wenn man so Entgiftungskuren macht, ist es auch immer ganz wichtig, den Körper optimal zu versorgen, weil das ist ja auch anstrengend. Ne? Der Körper hat großen Aufwand damit, unliebsame Stoffe loszuwerden. Und da kann der alles brauchen. Ne? Da kann der Mineralien, Vitamine, Aminosäuren, alles brauchen. Und deswegen finde ich es so gut, wenn man mit diesem nährenden Spirulina noch zusätzlich arbeitet. Dass der Körper einfach gut versorgt ist und dass es einfach auch nicht so anstrengend wird für den Körper. Das ist eigentlich so zusammengefasst, würde ich schon als Antwort sehen, weil das andere hatten wir vorher schon besprochen. Ne? Die Eigenschaften sind klar. Aber ich würde es tatsächlich, um es abschließend zu sagen, sehr, sehr in Kombination sehen. Ja? Also Chlorella auch schon toll, aber die Kombination ist unschlagbar. Also so Spirulina so zum Binden vor allem und Chlorella so eher fürs Ausleiten, so wenn man das in der Kombination sieht. Genau. Spirulina auch noch, wie gesagt, zusätzlich diese versorgende Eigenschaft. Ne? Versorgen, binden und Chlorella vor allem mit Fokus auf Ausleitung dann. Und wie würdest du es dann empfehlen einzunehmen? Zusammen, getrennt, vor dem Essen, während dem Essen? Ja. Würdest du es dann einnehmen oder was würdest du empfehlen? Also ich würde so ein bisschen... von der Menge her kann man jetzt schwer sagen, das kommt ja auch immer drauf an, wo stehe ich, da tue ich mir immer ein bisschen schwer mit Empfehlungen, weil das kommt immer drauf an, je nachdem, man kann eben nur so zwischen 5 und 10 Presslinge am Tag kann man machen, da würde ich das aufteilen, da würde ich vielleicht Chlorella morgens nehmen, auf nüchternen Magen, und Spirulina vielleicht abends, ne? Dann einfach kurz vorm Schlafen gehen oder so, oder halt als letzte Mahlzeit oder so, ne? Ich würde es ein bisschen, also trennen, man kann es auch zusammennehmen, ne? Geht auch, wenn man hektischen Alltag hat oder so, kann man es auch zusammennehmen. Ich finde nur immer, wenn man es ein bisschen trennt und aufteilt, hat der Körper halt mehr Zeit, auch die einzelnen Stoffe, sage ich mal, besser zu verwerten. Auf nüchternen Magen sowieso immer am besten, weil dann stört nichts. Ne? Und der Körper kann da richtig arbeiten mit. Das sind so würde ich es jetzt sehen, ne? Aber da auch, gerade wenn man es jetzt Richtung Entgiftung nutzt, muss ich immer den Therapeuten noch empfehlen, ne? Vielleicht den Naturheilkundler, der sich gut damit auskennt, weil das, da muss man schon auch ein bisschen wissen, was man tut. Aber wie gesagt, das kann man so grob, würde ich es mal so sehen. Ne? Ja, also in der heutigen Zeit, hast du schon erzählt, ist auch Entgiftung ein wichtiges Thema. Ne? Und ja. Ich will ja auch schon länger diese beiden Algen, auch für meine Kinder, weil wir eher auch so zur Nährstoffversorgung und dass sie eben ein bisschen Chlorophyll dabei haben. Mein Jüngster mag ja über ganz wenig Grün und da bin ich froh, dass er wenigstens Chlorella und Spirulina-Presslinge schluckt mit Wasser. Genau. Und dann eben eine gewisse Portion Chlorophyll schon regelmäßig. Und da bin ich auch ganz froh drum, dass sie das dann so einnehmen. Und ja, ist auf alle Fälle eine interessante Thematik mit der Schwermetallausleitung. Und kann man auch einiges im Internet finden. Und wichtige Werkzeuge dafür sind eben Chlorella und Spirulina und dann auch viel trinken, ne? Dass man auch... Ja. Wenn man diese Presslinge einnimmt. Ja. Genau, also das ganze Thema Entgiftung, Fastenkur, da hast du ja auch schon ganz viele Videos auf deinem Kanal, da empfiehlt sich schon einzusteigen in das Thema. Ne? Das war jetzt ja nur mal aus der Brille Spirulina, Chlorella, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, Entgiftung und so weiter. Da muss man natürlich noch tiefer einsteigen. Ne? Das war jetzt nur aus der Brille, wie gesagt, Algen. Ja, genau. Wir sind jetzt auch schon fast eigentlich am Ende des Videos angekommen. Ich danke dir sehr, Fabian. Und du hast auch wieder was Schönes für meine Zuschauer. Und zwar gibst du wieder 5% Rabatt auf den gesamten Warenkorb. Also nicht nur auf Chlorella oder Spirulina, sondern auf den gesamten Warenkorb. Der Code ist Spirulina5. Also ihr findet den Code auf alle Fälle unter dem Video beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Und der Rabatt gilt, jetzt muss ich nochmal gucken, bis zum 5. Juni war das. Bis zum 5. Juni steht auch alles nochmal unten in der Videobeschreibung und da könnt ihr euch mal bei Lebenskraft pur umschauen. Also wie gesagt, Chlorella-Presslinge aus Deutschland, Spirulina-Presslinge aus Griechenland, darum ging es ja heute. Aber ich bin ja auch ein ganz großer Fan von euren grünen Pulvern, das sage ich ja immer wieder, Wasserpulver möchte ich dazu nennen oder grüner Saftkomplex, das ist für meine Kinder, das ist ein bisschen milder, da ist auch ein bisschen Hafergras und Alfalfa-Saft dabei. Dann Giga-Presslinge sind ganz wunderbar, da haben wir auch schon ein Video dazu gemacht. Und dann habt ihr auch das Silizium Plus oder Wildkräuterpulver, 7 Kräuter, also ganz tolle Pulver, die ich auch regelmäßig integriere, auch im Winter gern, gerade das Wildkräuterpulver oder Grassaft immer. Also guckt euch gern um bei Lebenskraft pur, da findet ihr ganz viele tolle Produkte. Ich will auch nochmal eure Zahnpflegeprodukte erwähnen, die meine Jungs auch gern verwenden. Das ist das Kinderzahnpulver, dann habt ihr auch
anderes Zahnpulver und die tollen Zahnkristalle. Ihr habt ja auch verschiedene Sorten Eukalyptus, auch noch nicht so lang zum Beispiel, und dann Zitrone und dann pur. Es gibt auch noch Orange seit neuestem mit ätherischem Orangenöl. Also wirklich für jeden Geschmack was dabei. Meine Jungs mögen eher Zitrone. Mhm. Sind Zitronenfan, aber ich denke, Orange würde ihnen auch schmecken. Eukalyptus mögen sie nicht so, aber das mag ich zum Beispiel wieder gern. Eukalyptus. Ja. Wirklich eine gute. Unbedingt Geschmack. Orange mal probieren. Das ist echt toll. Mit Zitrone hat man so ein bisschen den. Es gab doch. Ich weiß gar nicht, ob ich es nennen darf, aber es gab doch mal diese Bonbons früher in der Werbung, wo man zwei nehmen soll. Und das ist so ein bisschen in die Richtung, ne? Zitrone, Orange, schmeckt toll in Kombination oder abwechselnd, kann man mal ausprobieren. Ah, ich glaube, da wäre das was von meinen Jüngsten. Ich glaube, wer hat auch mal von euch dieses Zitronen-Slit-Bonbon, Zahnkristall, und meinte, ach, das schmeckt wie Zitronenkuchen. Und denke ich mir so, ja. Aber ja. Also wer, also wir, ja, ich weiß gar nicht, ich habe auch, glaube ich, schon ein Video dazu gemacht, das kann ich auch mal verlinken, weil manche immer sagen, was, Zucker für die Zahnpflege? Also Xylit ist auch ein wunderbares Mittel, um die Zähne nach dem nach der Zahnpflege zu schützen vor Karies, gerade für Kinder. Ja. Finde ich das wirklich sehr hilfreich. Ja, also da danke ich dir auf alle Fälle, lieber Fabian, für erstmal für das Interview mit den tollen Infos, die du hier bereitgestellt hast. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und ich bedanke mich auch sehr herzlich für den Rabattcode für meine Zuschauer. Sehr schön. Und was ich noch erwähnen möchte, das hattest du mir auch gesagt, also wenn jetzt Zuschauer den Rabattcode verwenden möchten und da funktioniert irgendwas bei der Bestellung nicht, dann am besten nicht abschicken, sondern erstmal eine Mail schicken, wenn irgendwas nicht funktioniert, weil das im Nachhinein nicht verrechnet, oder anrufen, weil das schwierig ist, im Nachhinein dann zu verrechnen. Also wenn ihr das dann über den Shop bestellt, genau, und das funktioniert irgendwas nicht, dann schnell melden. Ihr seid ja da auch ganz flink. Ne? Vor der Bestellung, ganz wichtig. Ne? Nicht danach, sondern vorher. Sonst kriegen wir es nicht mehr hin, weil unsere Prozesse so also durch diese ganze Digitalisierung ist es nachher ganz, also quasi unmöglich, da nochmal einzugreifen. Deswegen bitte vorher, falls was nicht klappt, vorher fragen. Okay, jetzt aber wirklich, lieber Fabian, ich danke dir ganz sehr. Und ich hoffe, dass wir nochmal irgendwann in diesem Jahr nochmal uns ein Thema aufgreifen und zusammen ein Video machen. Das hat sich ja jetzt schon so schön regelmäßig ergeben, da freue ich mich sehr. Und ja, den Zuschauern, ja, ich würde mich würde interessieren, was haltet ihr von diesem Interview, von diesen Informationen, die da Fabian uns bereitgestellt hat? Integriert ihr schon regelmäßig Chlorella und Spirulina und was sind eure Erfahrungen damit? Also ich freue mich auf alle Fälle über regen Meinungsaustausch zu dieser Thematik Mikroalgen und auch zur Thematik Entgiftung mit den Mikroalgen, also vor allem Entgiftung von Schwermetallen. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Tschüss.